Hey Leute, hier ist wieder eure Scarlett Orisa zu einem neuen Part von Neo, The World Ends With You. Im letzten Part sind wir unterwegs gewesen, die verbleibenden Zonen einzunehmen im aktuellen Shibuya Scramble. Und jetzt sind wir dabei, die letzten vier Zonen für uns einzunehmen. Wir sind immer noch Woche 2, Tag 3 und heute nehmen wir das Ganze im Stream auf. Der Chat sagt schon fleißig, hi YouTube, hi Zukunfts-Ich. Hi YouTube, ihr Ziegenböcke. Hallo Zukunfts-YouTube. Ja. Ich merke schon, alle sind happy und wir sind Rindo. Und ich habe etwas länger keine World Ends With You Neo mehr gespielt. Also, ich bin aber vorbereitet. Ich habe mich warm gespielt. Yeah, wir sind an der Autobahnunterführung. So, wir haben die gegnerische Zone der Pure Hearts überfallen. Och Mann! Ich wollte eigentlich noch zu dem Shop da hinten, anstatt dich gleich anzugreifen. Na gut. Wenn du nicht anders willst, kriegst du aufs Maul. Ja, wir haben das definitiv in der Tasche. So, sehr schön. Na komm. So, Rindo, einmal schön anzünden. Nagi hat nochmal angezündet. Jetzt kommt Fred nochmal hinterher. Ah, ich mag meine neue Kombi. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich im letzten Part diese Pins schon hatte oder nicht. Ich glaube aber ja. Und ja, wir geben hier so richtig aufs Maul. So, nochmal anzünden. Nochmal hinterher stürmen. Und einen Kick in die... Ich hab gesagt, du sollst ihn kicken. Komm her, du. So, jetzt nochmal das Rhinoceros erledigen. Ah, da gab's ja vor kurzem erst so ein Part, wo wir uns gemeint haben, Rhinoceros, Nashorn, Nashörner. Ja, das war witzig. Sehr schön. 23.000 Punkte. Und wir haben den ersten der Pure Hearts erledigt. So, und hi, du. Du hast ja Pins. Aber du hast leider nur die Standard, der Standard. Ich hol mal einen sicherheitshalber einfach, damit ich alles bei allen gekauft habe. Der gelbe Sportwagen da im Kampfhintergrund. Die haben mir mein Auto geklaut. Ja. Oh Mann. Boo. Jumpscare. Sorry, but you're no match for me. Und umlackiert. Was wäre denn die richtige Farbe für dein Auto? Das ist jetzt auch mal eine Frage an die Kommentare, wenn es jemand beantworten möchte. Weil ich gehe auch, wenn ich es im Stream aufnehme, so ein bisschen auf den Chat mit ein. Und hab da auch mal Spaß mit. Das ist allerdings heute eine Sonderaufnahmesession, weil ich jetzt momentan eine etwas stressigere Zeit vor mir habe und mir gedacht habe, ich sollte lieber ein... Wer hat Nagi an... Du scheiß Vogel! Komm her, du! Alter! Dankeschön! So, manche wollen ein dunkel-lilanes Auto. Ich hätte gerne überhaupt ein Auto. Am besten so ein Hybrid. Hybrid fände ich geil. Schwarz wie meine Seele? Ja, das ist so die Standardantwort. Ich denke, ich würde tatsächlich irgendwas Farbiges oder was Silbernes bevorzugen, tatsächlich. Aber auch nicht so Klischee-Knallrot, was ja viele sagen. Nee, das ist nicht so meins. Ich bin tatsächlich ein Fan für die Klassiker. Vielleicht so ein Lila, was im so ein Silber, was vielleicht so ein Lila oder sowas im Untergrund, im Unterton hat. Das fände ich cool. So, da ist also der Boss. Der böse, böse Boss. Hallo, Boss. Jetzt kriegst du aufs Maul. Ich fand diese Knatschbunden von früher genial. Einfach, weil die nicht jeder hat. Okay, ja, das ist auch geil. Wirklich so alles in einer anderen Farbe oder sowas. Ich hatte auch früher in der Nachbarschaft jemanden, die hatten einen Bus. Die haben dann mit Folie, da durften dann die Kinder aus der Kirche war es sogar, durften da dann Sachen drauf zeichnen mit Folie. Also vorzeichnen, ausschneiden, auf den Wagen kleben. Das fand ich auch cool. War ein nettes,
War ein nettes Projekt. Sah auch süß aus. Muss man echt zugeben. Muss ich ja echt sagen. Also wenn es mal gut aussieht, dann muss man das auch loben. Geil finde ich auch diese Autos, wo die Besitzer meinten, sie müssen alles mit Stickern zukleben und dann mit Klarlack überlackieren lassen. Dass die Sticker nicht abgehen. Und dann sind da so Nerd-Sticker drauf. Das ist auch geil. Aber das wäre mir tatsächlich zu auffällig. So gern ich das auch hätte. Ich habe lieber was, das nicht so auffällig ist. Weil je auffälliger der Wagen ist, desto eher wird man auch mal angehalten, glaube ich. Also vermute ich. Und deswegen hätte ich das nicht so gerne, weil ich werde immer nervös bei sowas. Yay, wir haben die Zone eingenommen. Wicked Twisters, go! Sehr schön, dann... Ja. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, wo wir hingehen können. Aber ich denke, wir gehen zum Busbahnhof. Einfach, damit wir den dann auch endlich eingenommen haben. Und weil wir von da aus auch wieder hoch können. Eine frühere Bekannte hatte einen Smart. Die ist überall damit aufgefallen. Oh Gott. Was? Ich habe mir vorgenommen, dass mein nächstes Auto ein Elektrofahrzeug wird, falls ich mein neues kriege. Ich wohne in der Stadt. Theoretisch ging es auch ohne. Jedes Mal, wenn sie die Karre... Wegen dem Smart, okay. Ich würde ja sagen, schön euch zu sehen, Twisters. Aber diese brisanten Umstände trüben meine Freude. Kriege ich ein... bilde ich mir das ein oder klingt der genau wie Motoi? Was? Nee, dafür benutzt er nicht genug abgehobene Wörter. Dennoch ist die Unglaubwürdigkeit nahezu identisch. Also ich bin tatsächlich auch für Hybrid oder Elektro. Aber ich weiß halt noch nicht, wie man das finanzieren soll bei den heutigen Preisen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Konzentrieren wir uns wieder auf Neo. Wir könnten sie uns einfach teilen, aber so funktioniert dieses Spiel leider nicht. Auch wenn ich es nicht gerne sage, fürchte ich, dass eure Glückssträhne hier endet. Er spricht wie ein kriegsmüder General, den Blick gen Horizont. Und auf dem Gipfel vor dem Abgrund seiner Niederlage stehend. Keine Ahnung, was das heißt, aber ich sag mal, erledigen wir ihn. Ja. Sehe ich auch so. Auf ihn mit Gebrüll. Ah, noch nicht ganz. Ich will erstmal ein bisschen shoppen. Ich tu dir nichts, solange du mich erstmal shoppen lässt. Oh, wir haben das alles schon. Puh. Ah, ich hol zur Sicherheit nochmal so eine Spange. So, komme ich hier lang, ohne dass der Boss mich ärgert? Ja, gut. Kann ich schon was? Nee, ich kann noch nichts einkaufen. Moment mal, bibbern im Büro? Brr, im Büro ist es so kalt, aber ich will keinen neuen Heizungskrieg anzetteln. Nicht nach dem letzten Jahr. Vielleicht wärmt mich ja eine Schüssel Oden vom Mojai-Mart auf. Da bin ich auch für. Bei uns im Büro ist es noch erträglich. Ich laufe halt immer mit Strickjacke rum da, beziehungsweise so einer Übergangsjacke im Büro. Da macht mir das nichts. Was? Nico ist immer noch nicht für Joshua-Sprache zu haben. Wir können hier plain reden, das ist nicht Nico. Deswegen habe ich ja auch diesen kleinen Dings gemacht, weil ich möchte, dass wir hier plain reden können. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Ich glaube, ja. Oh! Kommt bald raus im Let's Play. Einer wusste es doch nicht und jetzt habe ich versehentlich was gespoilert. Ich verrate nicht, wer es ist. Entschuldigung. So, weitermachen. Ich will nämlich mal kurz die Futterleiste leer kriegen, damit wir möglichst viel bestellen können. Damit wir den Shopkeep freischalten können für Social Media. Das wollte ich nämlich auch machen. Ich habe mir extra so einen kleinen Plan gemacht, was ich heute machen will. Während meiner Aufnahmen. Und das werde ich jetzt auch tun.
Na komm, Rindo, anzünden. Ja genau, bring it! Sieht Neko aber ähnlich. Moment. Sieht Neko aber ähnlich. Ich sag nix. Ich verrate nichts. Ich grinse nur in mich hinein. Und... Oh, Mann, ich muss nochmal kämpfen. Puh. Ich will aber nicht. Ich will endlich essen gehen. Ihr scheiß Quallen. Na, komm her. Jawohl. Ich hoffe nur, das reicht jetzt und wir müssen danach nicht noch einen dritten Kampf machen. Also, es gibt Haarfarbe. Ne? Sehr schön. Ich bleibe bei meiner Vermutung. Ja, dann vermute mal weiter. Das finde ich auch so gut, auch wenn du mich, hier spricht gerade der Sascha, der meine Videos ja teilweise mit enkodiert, beziehungsweise zum Großteil enkodiert, inzwischen, dass er das halt auch nicht weiß, weil er nicht so viel in die Parts reinschaut, was ich halt sehr witzig und gut finde. Weil das ist mir wichtig, dass ich auch selber die Notizen mache und alles. So, dann gehen wir jetzt mal in den Mart. Wir haben leider immer noch 6% und Onigiri mit eingelegter Pflaume, mit Lachs, frittiertes Hähnchen, Bento und Kartoffelchips. Oh Gott, die neue Vermutung. Plot Twist, es ist weder Neku noch Beat. Es ist Dolan. Die rabenschwarze Donald Duck Parodie. Es gibt doch diesen Actually is Dolan Meme. Ja, genau. Das ist Dolan Meme. Okay, Rindo mag wohl nichts Frittiertes. Mag er Chips? Nein. Magst du Pflaume? Okay, gut. Magst du Lachs? Es ist Typi. Typi meint, er ist es. Also Typi im Stream. Okay, die mögen scheinbar alle Onigiri mit Pflaumen. Nom. Okay, Rindo mag das. Beat mag keine Pflaumen. Aber lag. Nagi mag frittiertes Hähnchen. Ich mag Nagi. Jetzt fangen sie wieder an mit, ich bin ein echter Gangster im Chat. Ich bin ein echter Gangster, ich verrate dir nicht, wer ich bin. Was willst du tun? So, ich mache nochmal eine. Was passiert, wenn alle Pflaume kriegen? Ja, Beat ist ein... vermeintlich Beat. Wir nennen ihn erstmal Dolan. La la la, so, ich denke, wir haben jetzt genug. Ich glaube, wir haben sie jetzt für Social Media freigeschaltet. Ich muss mal googeln. So. Wir haben ja eh keine Punkte gerade, also wir können eh nichts verteilen. Wir können eh keine Skills freischalten. Nicht wahr, Pinky? Ich hätte gerne seinen Skill. Weil ich mache immer Lieblingsessen. Du hast es schon zweimal gesagt. Ah! Ich hasse mich gerade so sehr. Oh yay, das kostet nur eins. Nur eins. Das ist nett.
Weil leider haben wir keine Punkte. Machen wir den Boss weiter. Sorry, but you're no match for me. Na komm, lad endlich. Übrigens, ich hoffe, ihr hört es nicht im Hintergrund, aber die PS4 Pro, die rührt gerade. Ich glaube, da muss mal endlich neue Wärmeleitpaste ran. Na komm her. Alter, hört auf, immer nach hier auf den Kicker zu gehen. Du Arsch. Du Arschvogel. Ich klau dir deine Eier aus dem Nest. Und dann mach ich mir Omelette damit. So. Komm her, du. Hab Nase. So. Gleich haben wir's. Perfekt. Oh, das war schön kurz. Ja. Könnte schlimmer gewesen sein, ja. Moment mal, die haben hier nur zwei Leute? Der Typ ist wohl der Anführer dieser Zone. Oho, haben die Twisters unsere letzte Bastion ins Visier genommen? Ey, sind alle Teamkollegen von Motoi so uncool. Ich muss sagen, euer Ruf eilt euch voraus. Und während der Krieger in meinem Herzen mit euch das Parkett betreten möchte, will sich der Weise in mir nicht auf einen Tanz mit dem Teufel einlassen. Oh, was für eine innere Zerrissenheit, Alter. Lass die Dramaturgie. Wenn du nicht tanzen willst, kannst du abschwören. Wäre es doch nur so einfach. Ich schwor, diesem Ort mit meinem Leben zu beschützen. Und so stelle ich mich der Herausforderung und diene den Pure Hearts als Leuchtfeuer der Hoffnung. Ich muss Motois Rolle übernehmen und hier stehen, damit wir am Ende siegreich sein können. Aha. Du willst also einfach nur dastehen, oder was? Ja, weiter so. Seine Hartnäckigkeit ist bewundernswert. Ich bin bereit zu tun, was ich tun muss, wenn du das meinst. Also, fang schon mal an, Twisters. Ja, ich fange nicht an. Ich erledige dich jetzt erstmal. Ich finde es aber immer noch sehr befremdlich, sehr viele andere Spieler zu erledigen. Wirklich. Ich mag es nicht. Es hat so einen bitteren Beigeschmack. Und ja, was ist das denn für einer? Ungefähr so schräg wie der Mathe-Fan aus dem ersten Teil. Den Mathe-Fan gab es doch auch schon in dem Spiel. Und man sollte ihn kennen. Oder meinst du jetzt den Boss? Der Boss ist einfach nur irgendein Random. Ein Random, der eine hohe Stelle in einem der Teams hat, weil die ja hier jetzt mit Teams machen. Und im Scramble müssen sie gegenseitig Zonen voneinander verteidigen. Und das heißt, die senden dann ihre Leute von den Teams raus und wir hauen denen dann auf die Mütze, damit wir deren Ton kriegen, somit mehr Punkte kriegen und somit gewinnen. Und somit mehr Punkte für den Tag kriegen. Um hoffentlich mal Platz 1 zu werden und nicht Platz 2 oder sonst was. Weil nur der erste Platz darf sich was wünschen. Und ja, wir haben das Team erledigt. So, uns fehlen jetzt nur noch Dogensaka und das OI ist nicht mehr so weit. Oh ja, da ist wieder Stau. So, dann gehen wir mal hier lang. Was? Ich habe jetzt einen Ohrwurm von dem Polynom Divisions Lied. Oh Gott. Ich kenn's, glaube ich, nicht. Bitte nicht. Ich will keinen Ohrwurm. Haben wir noch irgendwas Neues? Nee, nicht wirklich. Let's have a look. Ich kann ja nochmal hier mal kurz nachschauen im 104. Wenn ich mal rein darf. Puh. Sehr schön. Well, howdy. Ja, dir auch howdy, aber du hast nichts. Mal sehen, Topo Topo, haben wir da irgendwas Neues? Nö. Ah,
okay. Werde ich mir vielleicht mal angucken. Die Jeansmütze. Wie kann ich sie kriegen? Oh, ich habe kein Tektit. Meh. Ich will die Jeansmütze haben. Ich will die haben. Thanks. Come again soon. Na gut, gehen wir mal weiter. So, jetzt sind wir in der Zone der Varia Beauties. Und wir sind in der Zone vom Don. Preiset den Don. Den besten Don. Ach du schon wieder. Oder überhaupt einer von euch. Naja, wobei der Ramen-Don ist ja auch nicht mal der Ramen-Don, er ist ja jetzt der Curry-Don. So oder so ist er ein Don. Bester Don. So. Alter, wie die Haie da rumzappeln. Die armen Tiere. Na komm her, du. So, ich muss gleich mal was nachschauen. Haie? Ja, da waren Haie. Die Noise, die sahen aus wie Haie. Und die Haie verdienen es. Ja. Neues Haie sind böse Haie. So. Gehen wir noch mal ein bisschen umgucken. Nicht, dass wir hier noch irgendwie ein Schweinchen oder so verpassen. Na, verdammt, ich bin ins Oasis gelaufen. Dang it. Eigentlich wollte ich das nicht. Ja, ja. Ja, gut. Geh jetzt mal raus. Ich Idiot. Warum habe ich den Scan aktiviert? Warum habe ich das gemacht? Hoffentlich können wir nochmal Haie verprügeln. Ich hoff's so sehr. Nö, aber Frösche und Fische. Komm schon, Nagi. Jetzt nochmal ein bisschen Feuer. So, einmal anzünden. Alles anzünden. Bevor die Dinger sich los explodieren. Also doch haben. Verdammt ich. Böse Froschis. Stellt euch dem Kampf. Nicht abhauen. Kämpfen. Jawohl. Die große Ballonreise. Was ist denn das für ein Pin? Na gut. Machen wir erstmal Dogensaka fertig. Ich meine, wir haben ja nur noch den Boss hier. So, hi. Keine Worte, nur kämpfen. We got this in the bag. So, dann mal hier. Aufs Maul, die scheiß Quallen. Ach, meine Güte. Die ärgern mich hier heute richtig. So, komm her, du. Anstatt hier nur rumzujubeln, kannst du auch mal mitkämpfen. Und zwar richtig. So. Alter. Gleich haben wir's. Ja. Spiel du nur dein Smartphone-Spiel später. Nice.
Sternrang. Ich liebe es, wenn ich Sternrang kriege. Das ist immer toll für mich.